Wir brauchen die noch, wir haben keine Eier nicht kaputt. Hm? Digga, wie kann man so unendlich dumm? Ich bin ein kranker Psychopath. Ja, meine lieben Freunde, was geht? Hallo. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe... Die ist aus. Kannst du das sagen? Ja, sicher doch. So. Du hast gesagt ja, dann lass es auf. Ebola. Wir haben netterweise, wie viele Stunden auf euch gewartet? 3,5 Stunden haben wir auf euch gewartet, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Geld vor Freunde, ne? Erstmal ein Placement abdrehen, so ein Ding ist das. Ja. Das, wir mussten auch einen Parkplatz finden. Absolut beschissene Haare, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Wir machen heute den Käsekuchen von Paluten, den er damals nicht schlecht gemacht hat, machen wir heute besser. Du bist ja gelernter Konditormeister, oder? Safe. Und du bist gelernter... Tim. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt und ich brauche das Rezept. Habe ich dir geschickt. Kannst du aufhören, auf meinen Fuß zu treten? Sorry, das war voll mit Absicht. Kannst du das lassen? Nein. Nein, kann ich nicht. Das war nicht über einen Tickbuch. Gut, der ist sehr leicht zu machen. Das Rezept beinhaltet für einen Kuchen 200 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Margarine, ein Ei und für die Füllung brauchen wir... Also die Arbeitszeit sind 30 Minuten, ich werde mein Stream niemals um 21 Uhr anfangen können. Ah, oh, das ist, tut mir aber leid. Nee, das tut dir nicht leid, weil das genauso von euch geplant gewesen ist, so ein Penner. Oh, der hat uns durchschaut, Tim. Scheiße. Tim, misst doch mal hier ganz kurz 200 Gramm Mehl in die Schüssel ab. Jan, währenddessen ist das hier... Tobi, du hast mir Letter gekauft. Letter ist Margarine und keine Leo. Butter. Das steht Margarine. Ja, da steht aber hier Margarine. Du bist jetzt gefeuert, was, Tobi. Du arbeitest ab sofort bei uns. Wiederhol nochmal aus der Schüssel. Er hat recht, es steht Margarine da. Tim, 200 Gramm. 200. Das ist zu Darf viel. Darf ich kurz einmal gucken? Ich will sehen, ob das 200 Gramm hat. Tim, du kannst... Mann, nein, Tim! Nimm das hier wenigstens. Mach auf, ja. Das haben wir schon mal zusammen gemacht, sowas, ne? Wir sagen nicht, in welchem Kontext. Sorry, Scheiße, Alter. Tim, lass das einfach, gut. Des Weiteren haben wir 75 Gramm Zucker. Den packe ich jetzt auch mal mit da rein, ne? Nein. Doch, mach ich. Danke, da war eh noch was im Abfluss. Nein! Hallo! Nein! Oha, Alter, wie weit kann man das denn rausziehen? Ich brauche auch sowas für meine Küche. Nein. Doch! What the fuck? Crazy. 75 Gramm Margarine, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ich sag einfach mal, das sind mehr als 50 Gramm. Ich will auch mitmachen! Tim? Möchtest du die Margarine da reintun? Ja, wie viel denn? 75 Gramm. Jetzt gerade sind 279, das heißt danach... Oh. Alter, das war doch nicht mal ein Tick! Und dann nochmal 15 Gramm dazu. So. Ich hab das so gefämmert, weil ich hatte Angst, dass es da dran hängen bleibt. Nee, ist alles super. Ihr macht das schon. Tim, hör auf, das durch die Nase zu ziehen. Wie viel Quark? Gar nicht. Alles? Nein! Tim, warum denn nicht? Gib den Quark zu. Nein. Komm. Lass den Quark zu, bitte. Nein! Tim, jetzt mach doch mal was! Quark, bitte zu. Nein, lass den Quark. Die Tür zu und den Quark auch. Was für Hilfe. So, den Quark zurück. An der Stelle. Kriegst du es hin, ein Ei zu trennen? Ich krieg das echt. Das schafft er wirklich. Ich besser als ich. Also okay. Ein Ei. Nicht trennen, sondern das Ei einfach hier. Aufschlagen und da rein zu. Genau, richtig. Das schaffe ich, wenn ich mich konzentriere. Oh, ups. So. Boah, Digga, stark. Sehr gut. Nein. Wir tun die Schale. Die tun wir einfach hier rein und. Nein. Das ist der Mülleimer. Du hast vollkommen recht, der hat recht, ja. Bildplanung. Will jemand ganz kurz die Eier nehmen? Das, in case das so. Wir brauchen die noch, wir haben keine Eier nicht geputzt. Er hat eins kaputt gedrückt. Dann haben wir jetzt ein halbes Paket Backpulver. Das kommt auch noch mit dazu. Halbes nur? Ja, weil das ist ja nur der Boden. Wir haben ja einmal den Boden und einmal die Füllung, weißt du? Verstehst du? Warum hast du kein Fertigen gekauft? Tim, wir sind self-made. So, what the fuck, Alter, also ganz ehrlich. So, halbes Paket hier rein. Ja, das kennst du aus dem Bootshaus, das weiße Pulver. Ja, und jetzt geht's eigentlich schon ans den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Das kriegen wir auch hin. Rasch zusammenkneten. Ich soll das jetzt kneten mit den Händen? Nee, mit deiner Fresse, du Idiot. Gut, soll ich den Teig wirklich kneten mit den Händen? Echt? Boah, mit der Butter so? Hm.
das sieht doch aus wie ein Bodenteig, oder? Mit Butter auch. Nein, mit Butter. Mit Butter noch. Nein. Du hast da reingefasst. Ekelhaft. Stopp. Stopp. Nein. Zu viel. Danke. Ein paar Sekunden später. Nein, den Quark brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, du kannst den später aufmachen, wenn du möchtest. Der Teig für den Boden, den haben wir. Den stellen wir auf den Kühlschrank, weit weg von Gisela, weil... Na. Ja. Nachdem die Küche jetzt schon nach dem ersten Stück aussieht wie ein Haufen Scheiße, wir brauchen jetzt wieder 175 Gramm Margarine. Guck mal, wir sind jetzt schon deutlich besser als Paluten. Und wir haben dich dabei. Mich? Was soll das denn alles? Ich bin Joker. Tim, mach mal hier 125 Gramm Zucker rein. Wenn du jetzt 175 Gramm von der Margarine drin hast, wie viel Zucker muss da noch hinzugegeben werden, um auf das Gesamtgewicht zu kommen? Wie viel muss da rein? 225. Das ist jetzt nicht so schwer, ne? Weil dann bist du bei 300 und es ist 50 Gramm zu viel gewesen. Was soll das denn alles? Ich bin Joker. Aber das warte, ich mach das wieder raus. Ja, mit dem Butterlöffel am Ende. Nein, das hängt doch alles fest jetzt. Wo? Da müssen wir später mit backen. Du dämlicher Idiot. Wir müssen doch jetzt irgendwo dieses Ding, dieses Zeug. Jetzt stresst mich nicht so, ich krieg schon Panik hier. Wie geht das auf? Was ist denn? Da ist was zum Ziehen dran. Wer von euch beiden hat den Schwerbehindertenausweis? Ich hab einen. Nein, ich suche Löffel. Um die Zucker rauszumachen. Ja, gut. Das nimm einfach so ein bisschen was hier weg. Oh je. Oh, das tut mir aber leid. Ich wusste nicht, dass es falsch war. Hör auf, die Messung zu manipulieren. Lass es einfach. Jetzt hört doch beide einfach mal auf, Tim. Will dir nur helfen. Du hilfst mir nicht. Okay, Jan, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja. Ein Beutel Vanillezucker muss in diese Schüssel. Kriegst du das hin? Ja. Okay, nimm dir einen Beutel und pack den da rein. Otto, für die Schule. Tim, ist egal. Kriegst du es da hin, ja, diesen Beutel hier reinzutun? Ein Beutel Vanillepuddingpulver kommt dazu. Digga, wie kann man so unendlich dumm? Lauf doch nicht mit dem Beutel durch die Wohnung! Tim, komm zurück hier hin und tu es einfach! Digga, Alter! Boah, Digga. Ja. Wie ganz ist das ganze Ding? Die Hälfte ist. Wie sieht das hier? Es ist so das einfachste Rezept der Welt. Jetzt kommen noch drei Eier hinzu. Drei Eier insgesamt. Drei Eier müssen insgesamt da rein, genau. Tobi in Deckung! Zu streichen. Was? Du streichen willst. Warum? Trigger. Ja, will er. Kriegt das doch hin. Oh nein, mach's bitte nicht. Ja. Nein, bitte nicht, ich bin doch Jungfrau. Nicht so schnell. Nein. Ich bin ein kranker Psychopath. Ich hab dich, ja. Wo ist die weiße Hände? Wo? Bitte, nichts, danke. Das Ei jetzt da rein, sehr gut gemacht. Das war der schrecklichste Moment beim ganzen Alter, Spiel. Ich hab mich sehr erschrocken. Aber das hast du gut hinbekommen. Ja. Sehr gut. Vor allen Dingen, ich wollte gerade einen Joke, ich glaube, dass du deutlich mehr Eier im Gesicht gehabt hast als ich bis jetzt. Jetzt kommen hier noch 500 Gramm Quark rein. Wir sind da insgesamt drin, ne? 500 Gramm, das ist relativ simpel. Ja, Tim, wenn du das nochmal abwiegen möchtest, vielleicht, warte. Und es sind 515. Siehst du? Extra Quark. Ach, die Verpackung wiegt ja nichts, ne? Die Verpackung, das sind die 15 Gramm. Digga. Jetzt bräuchten wir einmal ganz kurz die saure Sahne aus dem Kühlschrank. Sogar Bio. Falls ihr immer schon mal wissen wolltet, was Sebastian im Kühlschrank hat. Will niemand wissen, dass nur Alkohol drin ist. Ich hab Mitbewohner, die sind Alkoholiker. Bei mir wohnen auch Alkoholiker und ich wohne alleine. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der wirklich so entretardet ist, Tim. Warum ist das flüssig? Ach, das ist Schlagsahne. Oh scheiße, die süße Sahne steifschlagen und dann unterheben. Wir hätten die Sahne vorher steifschlagen müssen. Ich glaube, das würde es nicht schmecken. Wie soll ich das denn jetzt noch steifschlagen? Das ist doch schon mit drin. Du machst einen Deckel oder machst du so? Ich kipp doch ab und mach wenigstens das, was es noch gibt. Warte, ich hab gesagt, wir machen das besser als Paluten. Das kann doch nicht sein. Alles voll. Das ist eireich. Das bringt nichts, Leute. Peinlich. Wir müssen es jetzt einfach so hinnehmen. Oh Gott, der ist ja schlimmer als Geburt am Kopf. Ich sag hier immer mit Sebastian, Backen bringt nichts. Ich glaube, dass die Sahne steif ist, ist extrem wichtig für den ganzen Kuchen. Das ist viel zu flüssig. Boah, das erinnert mich an meine Tequila-Kotze bei mir vor der Haustür. Wenn das so ausgesehen ist, hast du wirklich arge Probleme mit deinen Organen. Das stelle ich nicht. Ja, da kommen seine Unterholpilze wieder hoch. Das wird ein bisschen steif. Ich glaube, wenn man das jetzt, also schlagt. Ja, so heftig muss er auch wedeln, bis bei ihm was steif wird. Nein, danke. Gerne. Ich hab nein, danke. Tim, wie läuft's da hinten?
breiten das hier in der Form mal aus. Kann Ihnen das jemand wegnehmen? Nein, da muss keine Butter mehr drauf. Nein, da muss weg. Hast du eigentlich Probleme damit, wenn wir dabei sind? Nein, ich finde es cool, dass ihr hier seid. Die Mütze, ja, da sehe ich dich mit der Havana Club Mütze. Ja, also es ist nicht perfekt. Genau genommen ist es absolut beschissen. Okay, kipp mal rein. Ja, normalerweise müsste das deutlich fester sein. Jetzt ist der Kuchen schon fertig. Nein, der muss Tim, ein Kuchen wird gebacken. Ja, ich meine aber, dass ohne das Backen ist er fertig. Also ich glaube, wenn wir zu Sallys Torten weggehen, die würde ich erstmal aufhängen. Ja, das kannst du. Hallo, ich bin hier. Ja, gut. Gut, okay. Der Gisela ist leicht kamerageil, kann das sein? Ja. Nein, bitte, Bro! Okay. Immer gerne doch. Hey Google, stelle einen Timer auf eine Stunde. Hey Google, spiel Heavy Metal. Hey Google, maximale Lautstärke. Okay Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in einer Stunde hey, wieder. Hey Google, wir sehen uns in einer spiel Stunde Heavy wieder, Metal. Wenn der Kuchen gebacken ist. Bis gleich, tschüss! Ich bin Tim und ich habe Hunger auf Käsekuchen. Wir haben den Kuchen jetzt soweit ready. Ich hole den mal ganz kurz hier raus und ich muss ganz ehrlich sagen, Maschallah, der sieht ganz gut aus. Allerdings der wackelt sogar. Der sieht ja aus wie Pudding. Der ist so flüssig. Boah, das der ging aber voll. Nein, warte. Der ist nicht flüssig. Voll in den Arsch. Der ist nicht mehr flüssig. Der ist sau heiß. Bitte mach keine Scheiße. Der ist, ich schneide ihn einfach mal an. Willst du nicht das aufmachen? Der ja, ist flüssig. Nochmal zurück. Falsch. Ich will nicht den da aufmachen. Ich weiß nicht, ob das nicht da rausläuft, ne? Idiot! Boah, ist das für ein Arsch! Nee, ich glaube, der ist geil! Der ist mega geworden! Ich muss er nicht Kuchen abkühlen lassen? Fresse jetzt! Was soll das für ein Stück sein? Was ist für dich? Warum? Weil du es nicht wert bist, mehr zu bekommen. Mach mal ein Arschmöse. Stück. Wir probieren mal ganz kurz. Der ist gut. Ja. Findest du nicht? Ja. Der ist safe scheiße, oder? Nein. Das schmeckt auf Vanillepudding. Das ist Vanillepudding. Das Vanillepudding im Boden. Der Kuchen ist extrem gut und halb. Der ist super geworden. Der ist auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist ein Schwarzwert, der Kirschtorte ist das eine solide 3. Leute, wir haben unser bestes Reben. Ich würde sagen, wir haben... Boah, davon habe ich mal so dünnes gehabt. Perfekt. Ich würde sagen, wir sind an der Stelle durch. Letzte Woche noch von deiner Seite. Komm, darf ich nichts sagen? Der ist uns gut gelungen. Wir waren gut in der Zeit. Der ist noch was heiß und müsste es ein bisschen abkühlen lassen vorher. Gut. Zwingst du mich jetzt noch mehr davon zu essen? Iss deinen Kuchen auf. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle sind wir raus. Check auf jeden Fall Gewitter im Kopf. Bittet ab. Mich! Iss den Kuchen auf. Und an der Stelle sind wir raus. Macht's gut und wir sehen uns spätestens auf dem Live-Event von den Jungs, weil wir bin ich auch am Start. Ciao.